Wir befinden uns hier im Rosenfelder Fruchtkasten. Der Fruchtkasten ist nicht das älteste Gebäude in der Stadt. Das befindet sich hier gerade um die Ecke. Das ist die alte Apotheke von 1244. Der Fruchtkasten ist ungefähr 300 Jahre jünger. Er ist aber das größte Gebäude in der Altstadt mit stattlichen Ausmaßen. Er ist 48 Meter lang und 16 Meter breit, 26 Meter hoch und hat 5 Etagen. Gebaut wurde er im Auftrag des Landes Württemberg. Landesherr war ein gewisser Graf Eberhard im Bart. Er hat große Verdienste sich um Württemberg erworben. Er hat zum Beispiel die Universität Tübingen gegründet, 1477. Er hat die beiden Landesteile, Württemberg war geteilt in zwei Teile, wieder zusammengefügt durch den Münzinger Vertrag. Er war Berater von Kaiser Maximilian und wurde von diesem Kaiser Maximilian deswegen für seine Verdienste zum Herzog erhoben. Das war im Jahre 1495. Und da wurde dann aus der Grafschaft Württemberg das Herzogtum Württemberg. Er hat auch gleich dann eine neue Landesordnung erlassen. Im Zuge dieser Landesordnung entstand eine Stiftungsurkunde für 4 Fruchtkästen in seinem Land. Es sollten Fruchtkästen gebaut werden in Herrenberg, Kirchheim, Markgröningen und Rosenfeld. Die 3 erstgenannten sind große Gebäude, aber aus Fachwerk errichtet. Der Rosenfelder Fruchtkasten ist der einzige, der massiv gebaut wurde. Man sieht die stattlichen Mauern. Er entstand Mitte des 16. Jahrhunderts. Ich habe hier einen Auszug aus dem Lagerbuch des Hauses Württemberg von 1556. Und hier ist der Fruchtkasten erwähnt als ein Haus, genannt das Kornhaus oder der Fruchtkast, ganz von Steinen aufgerichtet, mit 5 Böden oben einander, worauf alle meinem gnädigsten Fürsten und Herrn gehörige Früchten geschütt und in Verwahrung genommen werden. Steht zu allen 4 Seiten ganz frei, mithin aller Orten an die Alment oder gemeine Straßen und Gassen stoßend. Also hier haben wir das Dokument, das ja 1556 bereits vorhanden war und dazu diente, Früchte zu lagern. Früchte, das ist konkret Getreide. Und hier passt sehr viel Getreide rein. Bei dieser Größe, bei 5 Etagen, kann man 10.000 Scheffel hier unterbringen. 10.000 Scheffel, das ist umgerechnet ca. 500 Tonnen Getreide. Und das Ganze diente, so steht es in der Stiftungsurkunde, der Linderung von Not im Falle von Missernten, die es ja immer geben konnte, oder Hagelschlag, auch das war ein furchtbares Ereignis für die Bauern, oder Teuerung, wenn durch wirtschaftliche Umstände die Preise in die Höhe gingen und Leute sich Getreide nicht mehr leisten konnten, dann wurden sie hier aus dem Fruchtkasten versorgt. Es war also sozusagen ein modernes Sozialwerk und für die damalige Zeit unheimlich modern. Und wir Württemberger können ein bisschen stolz sein, dass dieser Eberhard sich so um sein Land gekümmert hat. Drückt sich ja auch lobend aus in der württembergischen Nationalhymne, preisen mit viel schönen Reden. Ja, der Gründer also Eberhard im Bart, Graf, dann später Herzog. Und er ist verantwortlich sozusagen für diese Fruchtkästen in Württemberg. Ja, die Frage ist natürlich, warum ist in so einem kleinen Ort wie Rosenfeld ein so großer Kasten gebaut worden? Dazu müsste man vielleicht erwähnen, dass Rosenfeld für Württemberg eine unheimlich große Bedeutung damals hatte. Wir haben nämlich die Südflanke dieser Grafschaft oder des Herzogtums Württemberg abgesichert. Ganz wenige Kilometer von uns entfernt beginnt bereits damals das Ausland. Binsdorf etwa, 4 Kilometer weg, war vorderösterreichisch, Schönberg genauso. Und dann war noch die Reichsstadt Rottweil benachbart, die immer sehr auf Expansion bedacht war.
Württemberg musste also hier seine Südflanke sichern und hat es dadurch erreicht, dass man Rosenfeld zu einer Art Festung ausgebaut hat, mit einem doppelten Mauerring die Stadt umgeben hat. Man sieht ja heute noch Teile von der inneren Mauer in der Mömdegardgasse. Auf dem Merianstich oben an der Wand kann man den Festungscharakter der Stadt Rosenfeld auch noch erahnen. Also Rosenfeld hatte eine militärische Funktion, eine wichtige Verwaltungsfunktion, denn es war Oberamt für diese südlichen Besitzungen des Hauses Württemberg, und eine Bildungsfunktion, denn Rosenfeld hatte auch sehr früh schon eine Lateinschule, Vorgängerin des heutigen Progymnasiums. Also war Rosenfeld sehr wichtig in dieser Südregion für Württemberg, und aus diesem Grund ist es erklärbar, dass hier ein Fruchtkasten dieser Größe entstanden ist. Es sollten übrigens jedes Jahr 300 Gulden aufgewendet werden, so steht es in der Urkunde, um den Kasten zu füllen. Also mit Landesgeld wurde Getreide aus der Umgebung aufgekauft und hier eingelagert. Wenn es keinen Notfall gab, das kam ja zum Glück auch vor, dann wurde das Getreide, man kann es ja nicht ewig aufheben, sehr gut verkauft in die Schweiz. Die Schweizer Straße, heutige Bundesstraße 27, führt ja nicht weit hier weg entfernt vorbei und geht nach Schaffhausen. Und auf dieser Strecke hat man die Schweizer beliefert dann mit Rosenfelder Getreide und dafür gutes Geld kassiert. Im 19. Jahrhundert hat sich bei uns der Kartoffelanbau dann im Laufe der Zeit durchgesetzt. Und durch die Kartoffel wurde ein wichtiges zweites Standbein für die Ernährung der Bevölkerung natürlich erzielt, sodass die Hungersnöte zum Glück stark zurückgegangen sind. Dadurch hat der Kasten hier als Vorratshaltung natürlich seine Bedeutung verloren, wurde dann auch nicht mehr genutzt als solcher. Dann kamen Handwerker hier rein, haben den Kasten als Speicher benutzt, als Lager für ihre Waren. Oder die Hausfrauen der Umgebung haben die Wäsche hier aufgehängt, oder Vereine haben auch hier Sport getrieben. Auch die Schule hatte hier eine Art Turnhalle im Kasten. Und dann war es soweit, dass nach dem Zweiten Weltkrieg der Kasten privatisiert worden ist. Zwei Kaufleute, Heinrich Blickle und Helmut Sülzle aus Rosenfeld, haben den Kasten vom Land Württemberg gekauft für ihre Firmen. Beide brauchten Platz. Helmut Sülzle hatte die Eisenhandlung, wollte Platz für die Warenlagerung, und Heinrich Blickle hat 1953 mit der Produktion von Rädern und Rollen begonnen und hat hier den Kasten als Produktionsstätte auch benutzt. Eine Maschine zum Beispiel stand hier direkt vor dieser Renaissance-Säule, musste ab und zu geölt werden, und deswegen ist auf dieser Renaissance-Säule ein Schmierfleck zu sehen, bis heute als Dokument der Firmengeschichte sozusagen. Der Heinrich Blickle, dieser Firmengründer, war der Schwiegersohn von Wilhelm Sülzle. Wilhelm Sülzle war ein Rosenfelder Tüftler, Techniker, der viele Patente entwickelt hat, Gerätschaften entwickelt hat, vor allem für Landwirte. Wir sehen nachher noch ein solches Patent. Und kam auch als Eisenhändler oft auf die Bauernhöfe mit seinen Geräten, hat aber auch Öfen verkauft. Und es gab nun Öfen, die sehr viel praktischer waren als die früheren Öfen, nämlich aus einem Guss und damit viel stabiler. Und die Bauern haben dann die alten Öfen einfach weggeschmissen, die aus solchen Platten bestanden. Und Wilhelm Sülzle hat Platten dann gesammelt, die ihm gefallen haben, die noch gut erhalten waren, und hat die mitgenommen. Und sein Schwiegersohn Heinrich Blickle übernimmt dieses Hobby sozusagen von seinem Schwiegervater. Er war historisch sehr interessiert und hat vor allem dann diese Wappenplatten natürlich sehr geschätzt, aber auch andere Platten dann auf seinen Geschäftsreisen gesammelt. So ist eine Sammlung hier entstanden, die einzigartig ist. Es gibt vergleichbar nichts anderes, was so viele Exponate aufweisen kann wie dieses Museum hier.
Und 200 Platten sind zusammengekommen, 130 ungefähr sind hier im Museum ausgestellt. Solche gusseisernen Öfen standen früher in fast allen Bauernhäusern, auf Schlössern, Burgen und dienten zur Heizung. Man hat diese Ofenplatten zusammengefügt, oft war auch ein Aufsatz obendrauf wie hier. Beheizt wurde dann von der anderen Seite und dieses Metall hat die Hitze relativ schnell den Innenraum abgestrahlt. Das war der große Vorteil dieses Ofens. Andererseits, wenn das Holz runtergebrannt war, war natürlich der Ofen auch schnell wieder kalt. Das war der Nachteil. Kachelofen hat da natürlich große Vorteile im Vergleich dazu. Die Platten wurden gegossen. Zunächst brauchte man aber ein Holzmodell für jede einzelne Platte. Das heißt, ein Holzschnitzer ging an die Arbeit, hat eine Holzplatte bearbeitet mit dem Motiv, das später zu sehen sein sollte, wurde das Motiv aus der Platte herausgeschnitzt, sodass ein Profil im Holz entstand. Dieses Holzmodell wurde dann in ein Sandbett aus Quarzsand hineingedrückt, sodass sich das Profil im Sand abgezeichnet hat. Holzmodell kam wieder raus. Dann wurde die Umrisslinie ausgepudert mit Graphit, damit nachher die Platte auch geschwärzt ausgesehen hat. Und in die Vertiefungen wurde dann flüssiges Eisen hineingeleitet. Dieses flüssige Eisen konnte man in größeren Mengen erst seit ca. 1500 herstellen. Dazu brauche ich nämlich einen Hochofen. Und diese Technik kam erst ca. 1500 auf und wurde angewendet. Ein Hochofen enthält Holzkohle. Ich brauche Unmengen Holz für das flüssige Eisen. Also aus ökologischer Sicht war das Ganze eine Katastrophe. Man hat ganze Wälder abgeholzt für die Produktion von Gusseisen. Die Standorte waren auch deswegen hauptsächlich dort, wo es viel Holz gab. Zum Beispiel Christophstal bei Freudenstadt. Nach dem Erkalten der Platte wurde die Platte herausgenommen und konnte dann eventuell nachbearbeitet werden. Also solche Platten wurden dann zusammengefügt, an den Ecken miteinander verbunden und bildete dann einen solchen Ofen, wie wir ihn hier sehen. In dem Fall eine Platte von 1787. Die Initialen hier oben lassen erkennen CHZW, das heißt Karl Herzog zu Württemberg. Die Gießereien waren ja alle im Besitz des Staates. Und der Staat hatte natürlich ein Interesse, in den Wohnstuben sozusagen präsent zu sein. Und das ging zunächst einmal in erster Linie über das Wappen des jeweiligen Landesherrn. Deswegen wird es immer an den jeweiligen Landesherrn dann angepasst. In dem Fall Karl, der bekannt geworden ist durch seinen Streit mit einem gewissen Friedrich Schiller, den er aus Württemberg vertrieben hat. Ja, ein Prachtexemplar der Ofenplatten hier ist diese große Waffenplatte. Sie stammt von Ludwigsthal, eine Gießerei in Württemberg, und stammt vom Jahre 1696, also aus dem 17. Jahrhundert. Und dieses Jahrhundert war für die Bevölkerung in Süddeutschland katastrophal. Zunächst gab es den 30-jährigen Krieg von 1618 bis 1648. Und wenige Jahre später sind die Franzosen ins Land gefallen. Im Pfälzischen Erbfolgekrieg haben das Land verwüstet. Heidelberg zeugt bis heute davon. Wir haben die schönste Ruine Deutschlands dank der Franzosen. Und auch Hirsau, das Kloster im Schwarzwald, ist damals zerstört worden. Das heißt, die Leute hatten wirklich genug vom Krieg. Und diese Waffenplatte ist der Ausdruck einer Friedenssehnsucht. Es sind hier verschiedene Waffen dargestellt. Aber vor allem der Spruch unten verrät die Intention sehr gut. Es steht da unten, mit Erz die Erde schwanger geht, weil alles in den Waffen steht. Gott sende bald die güldne Zeit, verkehr in Frieden allen Streit.
Also eine Friedenssehnsucht wird hier mit dieser Platte artikuliert. Eine sehr schöne Platte stammt aus dem Rosenfelder Schloss, das leider Gottes abgebrannt ist beim Stadtbrand von 1908. Die Platte konnte aber noch gerettet werden und zeigt die Justitia, unverkennbar durch ihr Richtschwert in der Hand und die Waage in der anderen Hand, um die Gerechtigkeit abzuwiegen. Und der Spruch oben ist der Grundsatz der Justiz, suum cuique, jedem das Seine. Die älteste und zugleich die wertvollste Platte im Museum sehen Sie hier. Unten steht die Jahreszahl 1551. Es handelt sich um eine Platte, die einen vornehmen Herrn zeigt. Wir nehmen an, es handelt sich um den württembergischen Herzog Ulrich, der immer in dieser Art und Weise dargestellt wird, nämlich mit Schnauzbart, Federhut und der Ordenskette vom Goldenen Vlies, also sicher Ulrich, obwohl er ein Jahr vorher gestorben ist, also 1551 gar nicht mehr gelebt hat. Aber die Platte war fertig und wurde deswegen noch auch ausgeführt. Über ihm sieht man eine der ältesten Darstellungen des württembergischen Herzogswappen. Wir haben ja gerade gesagt, Württemberg wurde Herzogtum. Als Grafschaft hatte Württemberg nur die drei Geweihstangen als Wappen. Jetzt war man Herzog und musste den Herzogstitel begründen. Und das lief mit der Familie Teck, die früher Herzöge waren. Das Wappen der Teck sind die Rauten, die Wecken, die hier oben erscheinen im Herzogswappen. Dann sind noch hier zu sehen die Fische von der Grafschaft Montbéliard. Die kam durch Heirat Ende des 14. Jahrhunderts an Württemberg. Und hier links unten sieht man die Reichssturmfahne von Mark Gröningen. Mark Gröningen war ebenfalls württembergisch und da war die Reichssturmfahne ständig gelagert für den Reichskrieg und der tapferste Mann aus Mark Gröningen musste die Reichssturmfahne dann tragen. Also eine Prestigeangelegenheit dann für das Haus Württemberg. Deswegen musste das natürlich auch in das Wappen rein. Und so haben wir hier also ein wirklich wertvolles Stück Geschichte auch. Das jüngste Exponat in unserem Museum ist dieser Schrank hier, der auf den ersten Blick unscheinbar aussieht, aber eine interessante Geschichte hat. Er hat nämlich den Stadtbrand von 1868 überlebt. Wurde zwar angesenkt, hier in der Ecke kann man das schön erkennen, aber trotzdem noch in letzter Minute gerettet, genauso wie die Hausinhaberin, das war die Frau Fischer, die Wirtin im Gasthaus Sonne. Sie war 92 und musste aus dem Lehnstuhl aus dem Haus getragen werden und kam zum Glück noch gut draußen an. Der Schrank ging dann, eine Tochter dieser Frau Fischer hat nach Ebingen geheiratet, ging dann als Mitgift nach Ebingen in die Familie Linder. Und ein Urenkel dieser Mathilde Fischer aus Rosenfeld ist der Herr Martin Sauter aus Ebingen, Unternehmer, Firma Kern. Und er hat letztes Jahr im Oktober beschlossen, diesen Schrank aus Rosenfeld, der Stadt Rosenfeld, wieder sozusagen zurückzugeben, dahin zu stellen, wo er eigentlich hingehört, nämlich nach Rosenfeld. Und so kam der Schrank aus Ebingen zurück nach Rosenfeld. Wir haben hier ein wunderschönes Stadtmodell von Alt-Rosenfeld. Der Zustand ist etwa der von 1800, also vor dem großen Stadtbrand, hat es in Rosenfeld so ausgesehen. Das Modell wurde angefertigt von einem Rosenfelder Rentner, Hermann Leubin, der 14 Jahre lang an diesem Modell getüftelt hat. Er hat jedes Haus einzeln natürlich anfertigen müssen, nach alten Vorlagen. Selber aus Karton rausgeschnitten, bemalt und nach und nach die Stadt entstehen lassen, hat es nicht mehr ganz geschafft. Erst sein Sohn Jürgen Leubin hat dann vor dem Stadtjubiläum 2005 die letzte fehlende Ecke um das Schloss herum noch nachgebaut. Er wusste ja, wie das geht, er hatte seinem Vater damals geholfen. Und so ist also dieses tolle Modell entstanden.
das sehr schön nochmals die Festung Rosenfeld zur Geltung bringt. Man sieht den Mauerring um die Stadt herum. Man sieht die Dreiecksform angepasst an den Berg. Man kann sich oben auf dem Berg besser verteidigen als im flachen Land. Deswegen die Höhenlage, deswegen auch die Gründung von Rosenfeld um 1200, um diesen Sicherheitsbedürfnissen Genüge zu tun. Nach drei Seiten fällt der Hang steil ab, nach Norden, Osten, Süden. Da war man schwer anzugreifen. Kritisch war die Westseite, weil es hier ebenerdig weitergeht, Richtung Biggelsberg rüber. Man hat aber keine Mühe gescheut und hat hier einen tiefen Graben quer durch den Hang gezogen. In dieser Etage finden sich sehr viele Platten mit religiösen Themen. Denn der Staat ist in den Wohnstuben präsent, nicht nur mit seinem Wappen, sondern er möchte auch die Bürger erziehen. Also aus diesen Platten spricht deutlich eine erzieherische Absicht. Zum Beispiel sieht man das sehr schön an diesen beiden Absalom-Platten. Absalom, der Sohn von David, lehnt sich auf gegen den Vater, wird hier in diesem Baum hängen, der bleibt mit den Haaren hängen im Baum, dann getötet und büßt somit für seinen Ungehorsam. Die Botschaft ist klar, Absalom seinen Vater verfolgen tat, am Baum bleibt hängen, wird getötet. Also Ungehorsam ist nicht erwünscht, lautet die einfache Botschaft. Oder hier sehr schön das Motiv mit Salomon und der Entscheidung, welcher Frau das Kind gehört. Hier wird eindeutig an die salomonische Weisheit appelliert und Gerechtigkeit soll als Tugend hier vermittelt werden. Kommt in dieser Platte sehr schön zum Ausdruck, die den entscheidenden Moment zeigt, wo das Kind hier getötet werden soll und sich die wahre Mutter da hineinwirft, um das zu verhindern. Herr Heinrich Blickle war sich von Anfang an bewusst, als er dieses Gebäude erworben hat, dass er hier eine besondere historische Verantwortung übernommen hat. Es ist ja nicht ein ganz alltägliches Gebäude. Und so war die Idee schon sehr früh vorhanden, dieses Gebäude auch für ein Museum zu nutzen. Er hatte ja diese Sammlung von Ofenplatten aufgebaut und wollte die hier in diesem Kasten zeigen und der Öffentlichkeit präsentieren. Er selber konnte das durch seinen frühen Tod nicht mehr realisieren, aber seine Witwe Elisabeth Blickle hat es geschafft, dann im Jahr 1982 dieses Museum der Öffentlichkeit präsentieren zu können. Man hat für dieses Museum hier diese Zwischenwand eingezogen, die das Treppenhaus dann vom übrigen Kasten, der noch benutzt worden war, abgetrennt hat. So ist dieses einzigartige Museum entstanden. In der obersten Etage des Museums finden sich viele Platten mit allegorischen Motiven oder mit Schmuckelementen oder schlicht und einfach künstlerisch interessante Motive, wie hier zum Beispiel auf diesen beiden Platten aus Wasseralfingen. Wasseralfingen kam durch die napoleonischen Reformen zu Württemberg und wurde dann im 19. Jahrhundert der Hauptproduktionsort für Gusseisen und für Ofenplatten. Hier haben wir einen Künstler Weidbrecht, der in Wasseralfingen gewirkt hat und der zum Beispiel dieses Motiv geschaffen hat. Es zeigt die Göttin der Schönheit Aphrodite mit ihrem Söhnchen, dem kleinen Eros, der mit Pfeil und Bogen unterwegs ist. Hier hängt der Köcher und er hat offensichtlich mal wieder irgendeinen Blödsinn angestellt. Er hat die falsche Person getroffen und die Mutter ist sauer und nimmt den Bogen jetzt, um ihm den Frack zu verhauen. Er wird bestraft für seine Tat. Sehr schön dargestellt hier von diesem Weidbrecht.
Der Initiator letzten Endes für diese Sammlung hier war ein Wilhelm Sülzle, der angefangen hat, Ofenplatten zu sammeln. Er war Tüftler, Techniker, hat viele Patente entwickelt. Ich habe hier eins in der Hand. Syro steht drauf, das heißt Sülzle Rosenfeld. Und es handelt sich hier um einen sogenannten Jauche-Verteiler. Das Gerät ist an einem großen Holzfass befestigt gewesen. Durch den Hebel konnte man die Jauche dann auf dieses Blech rauslaufen lassen und die Jauche wurde dann optimal, effektiv, breitflächig auf dem Acker verteilt. Ein Patent, ein gusseisernes Werkstück, das bis Australien verkauft worden ist. Solche Geräte hat Wilhelm Sülzle verkauft, den Bauern angeboten, kam weit herum und hat bei der Gelegenheit eben auch diese Platten auf den Bauernhöfen, die nicht mehr gebraucht wurden, angetroffen und einige davon mitgenommen. Musik.